Liebe Schwestern, liebe Brüder, am Beispiel der Apostel, die wir heute feiern, Simon und Judas Thaddäus, merken wir etwas von der Kraft der Apostel Christi. Und zwar deshalb, weil wir von beiden eigentlich nicht sehr viel wissen. Ihr Schicksal des Weiteren ist weitgehend unbekannt. Wir wissen von Simon den Beinamen Zelot, was sehr vieldeutig ist. Es muss nicht unbedingt ein Anhänger der politischen Bewegung der Zeloten gewesen sein, aber zumindest einer, der, deshalb trägt er diesen Beinamen, der voller Eifer war für das Volk Gottes, für das Gesetz Gottes. Wenn wir uns nur einen Augenblick vorstellen, dass ein solcher Mann in der gleichen Runde sich findet, etwa wie Matthäus, der Zöllner, der Kollaborateur mit den Römern. Wie passt das zusammen? Wie die Faust aufs Auge passt das? Und doch, und das ist die erste Botschaft dieses Tages dieser beiden Apostel, und doch sind sie vereint in diesem Apostelkreis. Sie sind wahrscheinlich nie einer Meinung, so ähnlich wie wir. Wenn es um bestimmte Themen geht, kommen wir auch nicht überein. Muss auch nicht sein. Was ist die Einheit? Die Einheit ist nicht Einförmigkeit, ist nicht immer einer Meinung zu sein und unbedingt alles so lange zu schleifen und zu biegen, bis es dann bricht oder bis es dann irgendwie passt und alle sind unzufrieden. Die Einheit des Apostelkreises ist Jesus Christus. Nichts und niemand sonst. Und wir müssen uns das am Tag dieses Apostels immer wieder in Erinnerung rufen, dass es nichts und niemand geben darf, was uns sonst zusammenhält, als Jesus Christus. Das ist die apostolische Botschaft, das apostolische Band der Einheit, die die ganze Kirche, die jede einzelne Gemeinde und Gemeinschaft zusammenhält. Alles andere ist eine ziemlich rosarote Ideologie. Das Zweite. Judas Thaddäus, der volkstümlich sehr verehrt und angerufen wird, in vielen Kirchen steht seine Figur. Wir wissen kaum etwas von ihm, aber das Neue Testament schreibt ihm einen Brief zu, einen der katholischen Briefe. Wir wissen jetzt gerade kurz vor dem Ereignis, da wir uns erinnern, 500 Jahre, da Martin Luther seinen eigenen Weg zu gehen begann und damit die Spaltung der abendländischen Christenheit provoziert, nicht nur er, sondern auch andere mit ihm. Die mochten diesen Brief des Apostels Judas überhaupt nicht. Das ist immer so bei Ideologie. Da passt irgendetwas nicht, weil man eben das Ganze verliert. Das Ganze verliert man aus dem Blick. Man hat eine Idee, die will man eben auf Biegen und Brechen durchsetzen und einiges fällt dann hinten runter. Aber das Ganze gilt, nicht nur einige Verse von Paulus, es gilt auch der ganze Judasbrief. Woran erinnert uns dieser Judasbrief? Dass wir die Gnade Gottes, die zu Recht besteht und die Paulus so stark betont, nicht instrumentalisieren dürfen und sagen, das ist wunderbar, die Gnade gilt immer und überall. Und wir nehmen sie dann auch als Ausrede für alles Mögliche. Und Judas benennt die Gefahren sehr deutlich. Für unsere Verführungen und Verführbarkeiten, für die Irrlehren, für unsere Bequemlichkeit, für unser eigenes Ding. Und damit trifft sich die Botschaft des Judas mit seinem apostolischen Kompagnon Simon. Auch hier, das Band der Einheit besteht in Jesus Christus. Nicht in einer Vorstellung von Gnade, nicht in einer Theorie der Gnade, sondern in Gebet, Praxis, Bekenntnis Jesu Christi. Weil er in seinen Aposteln und den Nachfolgern versprochen hat, gegenwärtig zu sein in seiner Kirche. Simon und Judas rufen uns das heute in Erinnerung.